Ja, ich habe mich wahnsinnig auf Tuya gefreut, weil ich glaube, dass Tuya gerade das für diese Welt wichtigste Mittel ist. Und ich möchte das mit zwei Sätzen umreißen, diese Idee. Die sind beide von einem meiner wichtigsten spirituellen Lehrer. Vielleicht dem wichtigsten, auch wenn ich ihn nie persönlich erleben durfte, Dr. Rudolf Steiner. Und Dr. Steiner sagte zwei Sätze, die total auf Tuya passen. Einmal, Impfen ist der Versuch, den Menschen in seiner Spiritualität zu knechten und Spiritualität an ihrem Zünden zu hindern. Tuya ist das wichtigste Mittel für böse Folgen von Impfung, für die bösen Folgen, die man sieht. Es gibt ganz viele Folgen, die man erstmal nicht sieht. Zum Beispiel das Unterdrücken von Spiritualität und Medialität. Das sieht man erstmal nicht. Wenn nach einer Impfung eine Woche später das Gehirn nur noch Matsche ist, das siehst du sofort. Aber wenn nach einer Impfung eine chronische Depression beginnt, eine chronische Migräne einsetzt, 5 Jahre später, der Patient ständig das Gefühl hat, besetzt zu sein, dann schickt man ihn oft erstmal in eine Psychiatrie, gibt ihm jahrzehntelang Psychopharmaka, bis er irgendwann mal an einen Homöopathen kommt. Oder an unser Heidi kommt und die ihn testet und dann rauskommt, das ist alles in dieser Impfung bedingt, weil diese Impfung eine Besetzung herbeigeführt hat, die dann dieses Leben dieses Menschen in einer so verheerenden Art und Weise bestimmt hat. Also deswegen ist Tuya heute vielleicht das wichtigste Mittel überhaupt, weil es sich mit dem Thema der Impfung auseinandersetzt. Sprich, uns hilft, uns damit auseinanderzusetzen. Ich möchte zum Thema Impfen einen Hinweis geben. Einer meiner wichtigsten ärztlichen Lehrer, Friedrich Graf, Dr. Friedrich Graf, hat ein Buch geschrieben, das heißt Über die Impfentscheidung. Und es ist das Buch, was ich allen Eltern empfehle, die zu mir kommen und da meinen Rat wollen. Ich sage dann immer, ich weiß darüber zu wenig, aber ich kenne jemanden, der weiß darüber ganz viel und das ist dieser Friedrich Graf. Das ist der Mann, der nach mir am meisten Hebammen oder vor mir inzwischen am meisten Hebammen in der Homöopathie ausgebildet hat, der ganz viel Ahnung hat von Behandlung von Kindern. Also der Friedrich Graf ist richtig ein weiser Mann, wird natürlich wie alle weisen Männer total attackiert und weise Frauen natürlich auch, die werden auch attackiert. Aber er hat irgendwie durchgehalten und er hat irgendwie bis heute nicht aufgegeben. Ich hatte die große Ehre, seine engste Mitarbeiterin hier bei uns zur Hexe ausbilden zu dürfen. Fand ich auch schön. Die Jeanette. Ja, also das wäre was, wenn ihr euch nochmal über Impfung informieren wollt. Ja, und eben auch den Standpunkt eines wahnsinnig erfahrenen Homöopathen zum Thema Impfen mal hören wollt. Friedrich Graf, ich glaube, das heißt Über die Impfentscheidung. Hat irgendjemand einen WLAN-Zugang gerade? Kannst du mal gucken, wie es heißt? Friedrich Graf, die Impfentscheidung, Ansichten, Überlegungen, Informationen. Kannst du das auf meine Seite posten? Ja. Super. Also, es ist sowieso heute ganz viel auf meiner Seite zum Thema Tuya, Dämonen, Besetzung, Entsetzung etc. Immer wenn Pelikane drüber steht, könntest du Pelikane rüberschreiben? Immer wenn Pelikane drüber steht, ist es für euch. Alles andere dürft ihr euch auch angucken, aber ist nicht lebenswichtig. Aber Pelikane ist immer lebenswichtig. Ja, zweiter Satz von Rudolf Steiner. Die höchste und adligste Aufgabe eines Heilers und eines Lehrers ist es, seine Patienten und Schüler daran zu erinnern, wie magisch, wie hellsichtig, wie licht sie sind.
Rudolf Steiner hat den Hinweis gegeben, dass sich unsere Menschheit in einer absolut schicksalhaften Situation befindet, wo wir als Menschheit die große Chance haben, einen unbeschreiblich wichtigen Schritt in unserer Menschheitsmetamorphose zu machen, in eine völlig neue Form des Menschseins hinein, medial sich seiner vorlebend erinnernd, michaelisch und Licht. Also wir hätten jetzt die Chance, zum Similimum Gottes zu werden, zum Heilmittel Gottes. Nun gibt es aber Kräfte, die das nicht wollen. Die wollen, dass wir weiter Dollarzeichen in den Augen haben, die weiter wollen, dass wir 5G-Netze anschalten, die weiter wollen, dass wir Dschungel roden und brennen und. Und wir befinden uns im Augenblick in einem Schicksalskampf dieser lichten, michaelischen Kräfte und dieser, ich sag mal, kapitalistischen Waldverbrennungskräfte, die Rudolf Steiner die arimanischen Kräfte nennt. Dazu wiederum eine Buchempfehlung, Bernhard Liebegut, Die Rettung der Seele oder Über die Rettung der Seele. Ja, Thuja ist das wichtigste Mittel, um uns vor den arimanischen Kräften zu schützen oder uns zu heilen, wenn wir diesen arimanischen Kräften erlegen sind. DD Phosphor. Das als Einleitung zu Thuja. Thuja ist das wichtigste Mittel für Besetzung generell, für böse Augen, wie man im Orient sagt. Wenn ihr jemand habt, der böse Augen hat, Thuja, sofort riechen lassen. Thuja Q1 kann man immer in der Tasche haben. Böse Augen. Ich habe jetzt was völlig Irres gekriegt von einer Hexe, die ich behandle und der ich wahnsinnig helfen konnte. Und die hat mir aus Dankbarkeit einen magischen Spiegel geschenkt. Den trägt man am Revers. Und wenn dann irgendjemand ein böses Auge auf einen wirft, dann wird es quadratiert gespiegelt. Also jemand wirft ein böses Auge auf euch, der Spiegel nimmt dieses böse Auge auf und wirft es quadratiert zurück. Aber behütet euch davor, von diesem bösen Auge infiltriert zu werden. Also ich weiß, die Türken und auch die Griechen haben ja diese blauen Steine, die da überall rumhängen. Alle Griechen haben irgendwelche überall diese blauen Augen. Ich glaube, die Türken haben auch diese blauen Augen. Das soll auch gegen das böse Auge schützen. Ich fand den Spiegel schön. Ich habe schon mal geguckt im Publikum, kriegt gerade jetzt jemand Pickel am Wochenende, hat aber keiner gekriegt. Ein gutes Zeichen, hat keiner ein böses Auge auf mich geworfen. Bisschen tuisch. Ja, zur Didaktik unseres Unterrichts. Es gibt Lehrer an diesem Hause, von denen lernt ihr Dinge, die könnt ihr bei mir nicht lernen. Ordentliches, strukturiertes Arbeiten, repertorisieren, Arzneimittelkenntnis im Detail nachkennt, Hierarchisieren von Symptomen etc. etc. Da haben wir hier wunderbare Lehrer, die euch das beibringen. Unsere gute Brigitte Kramp als erste erwähnt im dritten Jahr. Unseren Willi Petersen, ein Mann, der so sauber und strukturiert arbeitet wie wenig andere. Unsere Julia Wind, die ihr am nächsten Homöopathietag kennenlernen werdet mit einer Einführung in Hahnemanns Pariser Homöopathie nach Ewald Stötteler. Wir haben unsere Ulrike, die euch in die große Welt der Intuition einführt. Wir haben unseren Michael Antoni, der euch die wunderbaren, klaren und übersichtlichen Grundlagen der Homöopathie beibringt. Das ist alles nicht meine Profession. Ich habe das zwar alles mal unterrichtet, aber mehr recht als schlecht. Und als ich Leute hatte, die das besser konnten wie ich, habe ich das sofort abgegeben. Was ich in diesen 3 Jahren mit euch als didaktisches Ziel habe, ist,
dass ihr Arzneimittel riechen könnt. Ich möchte eure olfaktorische oder wie? Olfaktorisch? Eure olfaktorische Arzneiwahrnehmung initiieren. Das kann riechen passieren, jedes Mittel hat einen Geruch. Thuja riecht faulig, modrig, so ein bisschen nach Aas. Und Thuja-kranke Menschen riechen tatsächlich so. Und wenn ihr diese nasale Medialität aus ihr bildet habt, werdet gerade ihr Frauen endlich sicher sein vor vampirischen Männern. Weil wenn die euch dann auf diese klassisch thuische Art und Weise anbaggern, ich bin Feminist, Diplom-Softie und ich ringe gerade um meine sexuelle Orientierung, und mit einmal merkst du, was ist dort hinten in meinem Schlüpfer? Da ist was, was da nicht hingehört. Und dann merkst du, dass dieser um seine Orientierung ringende Diplom-Softie mit einmal seine Hand irgendwo hat, wo sie überhaupt nicht hingehört, jedenfalls nicht uneingeladen. Und du hast es aber gar nicht gemerkt, wie diese Hand da so hinkam. Das ist eine klassische Thuja-Situation. Und du merkst mit einmal, das riecht hier gerade ein bisschen modrig. Das ist irgendwie ulkig, ulkig. Und du merkst, da stimmt was nicht. Und dann kriegst du etwas, was ich den Thuja-Schauer nenne. Das ist so ein kühler... So. Es gibt zwei Arten von Schauer. Einmal ist es der unheilige Thuja-Schauer. Da kriegt man auch so einen leicht klebrigen Schweiß bei. Und das zweite Mal ist, wenn Viktoria ihre Lieder zu Mutter Kakao singt, da habe ich eine Stunde lang Dauerfrémissement. Das ist Gänsehaut nach innen und es ist für mich der heilige Schauer. Ich habe zwei Schauerwahrnehmungen entwickelt, nämlich den unheiligen Schauer, das ist der Thuja-Schauer, und den heiligen Schauer, das ist für mich so der Phosphorschauer. Ja, ich möchte, dass ihr Arzneimittel riecht, ich möchte, dass ihr Arzneimittel träumt, ich möchte, dass ihr Arzneimittel fühlt. Ich möchte, dass ihr Arzneimittel medial wahrnehmt und dann noch von Brigitte repertorisieren lernt, von Ulrike intuitiv, prozessorientiert wahrnehmen lernt, von Antoni die Grundlagen von Homöopathie-Wahrnehmung an sich lernt, von Wilfried Petersen die Grundlagen miasmatischen Denkens lernt, von Julia die Grundlagen der hahnemannischen viel Mittel Homöopathie aus seiner Pariser Zeit lernt. Das möchte ich, dass ihr das alles lernt. Und dann möchte ich euch anbieten, von mir in das Riechen, Fühlen, manchmal auch Schmecken von Homöopathie eingeweiht zu werden. Ich hatte mal einen ganz, ganz tollen Freund und Lehrer. Das ist mein hauptsächlicher Leiblehrer. Leider viel zu früh gestorben, schon vor 12 Jahren gestorben. Reinhold Tögel, ein unbeschreiblicher Mann, der immer leicht provozierend war. So leicht, so ein bisschen Merkur. Und der hat mal eine Gruppe geleitet. Ich war nicht dabei, weil ich eine eigene Gruppe hatte, das war in Bad Boll. Und da hat er dann zu den 20 Leuten in seiner Gruppe gesagt, und es war Provokation, das hätte er wahrscheinlich gar nicht gemacht, aber interessant war, wie das gewirkt hat. Der hat gesagt, er macht Anamnese immer so, dass er sich vorstellt, wie das wäre, denjenigen, mit dem er Anamnese macht, zu vögeln. Und dann hat er ein klares, deutliches Bild und nach dem Bild verordnet er. Das üben wir nachher alle mit Olli. Scherz! Ja, aber wenn ich hier 10 Olli-Fantasien höre, wüsste ich mindestens, was euer innerer Olli braucht. Das wüsste ich mindestens. Und es ist eine interessante Technik. Die Folge war, dass aus seiner 20-Mann-Frau-Gruppe zur nächsten Sitzung, wo er diese Übung angekündigt hatte, nur noch 3 kamen. Weil
Es hat spontane Angst ausgelöst. Ist auch interessant, ja? Aber natürlich, ich meine, ich bin alt, ich habe viel zu wenig Testosteron, ich habe nicht so oft solche Bilder, ihr jungen, phosphorischen, habt vielleicht solche Bilder öfter. Drängt sie nicht weg, lasst sie einfach mal zu. Ich habe einen Schüler, nicht einen Schüler, der war mal Schüler, aber ich habe einen Dozenten, von dem wird immer wieder so ein bisschen sadistisch geträumt. Da wird immer wieder geträumt, er wird an die Heizung gebunden, er wird ein bisschen gepeitscht, er wird ein bisschen gestretcht. Und inzwischen weiß ich, wer das träumt, braucht Platin. Das habe ich schon 20 Mal mit Erfolg nur auf diese Träume verschrieben. Ich sage nicht, welcher Dozent es ist. Aber scheinbar lädt er dazu ein, dass die Seele denkt, den will ich irgendwann mal ein bisschen quälen. Ich habe letztens ganz schön, du sollst nicht darüber jetzt nachdenken, Melanie, wer das ist, ja? Ich habe letztens einen ganz schönen Traum gehört von Arne, wo ich sofort das Mittel verschrieben habe, mit großem Erfolg. Jemand hatte mit Arne Sex auf einem Teich in einem Boot, was eine riesige Ente war. Und es war total erotisch, orgastisch, ekstatisch. Aber sie liebten sich, kannst du jetzt welches Mittel habe ich verschrieben? Pusatilla. Tuberkulinum würde nie so einen Traum haben. Tuberkulinum liebt sich. Wie heißt Klettern ohne Seil? Bouldern. Tuberkulinum liebt sich. Wie heißen diese Dinger, wo du denn so an der Decke kletterst? Gibt's doch. Egal. Das sind Tuberkulinum-Sexträume, ja? Aber Pulsatilla liebt sich in einem Gummiboot. Was aussieht wie eine Ente. Fand ich total schön. Also das möchte ich euch auch noch beibringen, weil das ist eine meiner Hauptqualitäten, Homöopathie nach Träumen zu verordnen. Und dann, und darauf werde ich ganz viel Wert legen, ich möchte natürlich durch meinen Unterricht erreichen, dass das, was ihr mit diesem Mittel zu tun habt, in euch anfängt zu resonieren, dass ihr wie hellfühlig für die Qualität dieses Mittel werdet. Und wenn es mal vielleicht nicht genug Symptome gibt zu repertorisieren, wenn es vielleicht mal nicht genug klare 153er gibt, einen Geruch habt, einen Geschmack habt, eine erotische Fantasie meinetwegen auch habt, einen Traum habt oder der Patient ihn euch mitbringt. Und dass das noch eine Säule sein wird, die euch hilft, gute Homöopathen zu werden, neben der Müller-Säule, neben der Antoni-Säule, neben der Kramp-Säule, neben der Julia-Wind-Säule, neben der Wilfried-Petersen-Säule, neben der Arne-Säule. Ich kenne kaum einen Homöopathen, der so viel total abgesicherte, bewährte Indikationen kennt wie Arne. Ist unwahrscheinlich. Ich sage mal, Arne ist der Banerjee der SHS. Ist wirklich völlig irre, was der alles weiß. Der weiß nicht nur die Stammbäume aller Elbenfamilien aus Mittelerde, das glaubt man gar nicht, das weiß Arne alles. Den könnte man zu, wie heißt diese Serie, wo so Spezialisten befragt werden? Es gibt doch so ein Quiz, wo du mit so einem Spezialgebiet hingehst. Also Arne könntest du schicken, Tolkien, Herrn der Ringe, aber noch mehr weiß der über Enterprise und Star Trek. Ja? Das ist unbeschreiblich, der weiß, was Picard zum Mittag ist. Ja? Das ist irre. Wir haben ab einmal bei Arne im Büro war, das sieht ja aus wie das Cockpit der Enterprise. Der hat überall die Logos der Sternflotte auf seinen Bildschirm schon an. Ja? Ja, das möchte ich euch beibringen. Das möchte ich euch schmackhaft machen. Und als kleines Beispiel, ich hatte einen Schüler, der war sehr handwerklich. Der hat mal als Zimmermann gearbeitet. Und Homöopathie war ihm echt zu spooky. War nicht so richtig für ihn. Er wusste, er will Chiropraktiker werden, Osteopath. Kranio ist ihm auch zu fummelig, ja. Also er ist wirklich einer, der macht eine super Arbeit, eine volle Praxis. Jeden Tag 40 Patienten, 5 Tage die Woche, ja, Erzgebirge. Aber
Handwerker, ich liebe Handwerker. Ich bin so unhandwerklich, dass ich Handwerker liebe. Ich kann nicht meine Glühbirne auswechseln. Das ist für mich schon Drama. Wenn ich wirklich eine Frau enttäuschen will, dann platzt mir der Reifen. Danach findet sie mich relativ uninteressant, weil ich dann weinend vor diesem Reifen stehe. Aber ich weiß total schnell die Nummer vom ADAC. Ja. Und die Zeit, bis der ADAC kommt, die kann man ja dann irgendwie knutschend überbrücken. Aber lass mich einen Reifen wechseln. Das Selbstbild Andreas Krüger ist danach geschrottet. Ja, und aber der liebte mich. Der liebte mich. Ich habe heute Morgen, ich weiß gar nicht, wo das war, ein ganz schönes, einen kleinen Text. Ja, heute in meinem Hörbuch heute Morgen gab es einen Abschnitt über die Liebe. Das Liebe, die man erklären kann, eigentlich nicht die wirkliche mystische Liebe ist. Weil wenn ich jemand liebe, weil er die tolle Eigenschaft hat und die tolle Eigenschaft und die tolle Eigenschaft, naja, gut. Ich sage mal, wer Juli nicht liebt, hat irgendwie ein Problem. Du hast so viele gute Gründe, warum man dich lieben kann. Also, aber wenn man jemand liebt, an dem scheinbar überhaupt nichts zu lieben ist, aber den liebt man, da sagte der Autor, den ich heute Morgen hörte, das ist das Mysterium. Besonders, wenn man dennoch nicht mal wiedergeliebt wird. Das hat schon Hermann Hesse gesagt. Wiedergeliebt werden, ja, ist nett. Aber lieben ohne wiedergeliebt werden, das ist ein Mysterium. Ja, und dieser Umesh, der liebte mich. Und weil der mich so liebte, kam der auch in dem Bewusstsein, dass er keine Homöopathie machen wollte, immer in meinen Homöopathieunterricht. Und besonders liebte er meine Seelenreisen. Das werdet ihr nächstes Mal das erste Mal mit mir machen. Eine Seelenreise. Ja, und dann sind wir ganz lieb auseinandergegangen und er ist ins Erzgebirge, hat da seine riesen Osteopathiepraxis aufgemacht. Pro Patient 20 Minuten und alles. Und irgendwann trafen wir uns 20 Jahre später. Und dann kam er und sagte, Andreas, ich muss dir mal was sagen. Sag ich, ja, sag mal. Meine Patienten kriegen fast alle Homöopathie. Sag ich, ist ja irre. Hast du doch noch einen Lehrer gefunden, der dich fasziniert hat? Nee, nee, sagt er, du. Sag ich, aber das war doch nicht deins. Sagt er, ja, stimmt, aber ich war ja immer da. Und ich verschreibe kein Mittel mittels Repertorisation. Ich verschreibe auch nur, wie viele große Mittel machen wir in den 2 Jahren? 30. Ich verschreibe auch nur 30 Mittel. Hahnemann hat auch nur 90 Mittel gehabt. Und ich verschreibe nur die Mittel, die ich mit dir seelengereist bin. Sag ich, ist ja spannend. Und wie kommst du darauf? Sagt er, ja. Oh, das war jetzt ein Heiljahrschauer. Das war ein Heiljahrschauer. Das war Frémissement. Frémissement heißt Gänsehaut nach innen. Der macht an mit denen Osteopathie und jetzt wirklich so teilweise noch so. Also Chiropraktik macht er auch. Und sagt er, bei fast jedem Patienten, den er berührt, erinnert er sich an eine Seelenreise. Und er weiß sonst nichts von denen. Viel jedenfalls. Er weiß, Knie tut weh. Und dann verordnet er immer das Mittel, an was er sich erinnert, immer in C200, täglich, bis zur nächsten Sitzung. Und bei der nächsten Sitzung erinnert er sich an anderes Mittel. Manchmal erinnert er sich aber auch ein halbes Jahr immer an das gleiche Mittel. Das ist seine Homöopathie. Und der wäre wahrscheinlich nur als Osteopath auch erfolgreich, aber so ist er noch erfolgreicher. Und das finde ich toll. Also ich möchte, dass ihr das alles andere auch lernt und alles andere ist gleichgültig. Aber ich möchte eben auch, dass ihr Leute berührt und denkt, das ist ganz eindeutig, ich sag's jetzt nicht, aber eine Hand, die mich an die und die Mittel erinnert. Also man kann Homöopathie betreiben, indem man Hände berührt. Ganz einfaches Kusshomöopathie. Jedes Mittel küsst total anders, völlig anders. Könnte Vorträge halten. Geküsste Homöopathie. Ferrum küsst total anders. Bei Ferrum fehlt dir die vordere Drittel der Zunge. Medurinum küsst, dass du Erstickungsanfälle kriegst. Und so weiter und so fort, ja?
Minorinum immer Zungenzäpfchen. Und das möchte ich euch beibringen. Das möchte ich euch beibringen. Und wenn es ein paar von euch ja, nehmen können, war mein Job in Ordnung. Ja, das zum Thema mein didaktisches Ziel, homöopathische Arzneimittelfindung durch sinnliche Waren. Und alles andere kommt dann noch dazu und macht euch zu konkurrenzlosen Homöopathen. Weil an anderen Homöopathieschulen lernst du immer nur eins oder zwei. Bei uns lernst du mindestens sechs Wege, die alle gut zusammenpassen. In dem Sinne.